Hallo Leute, ich begrüße euch zu diesem neuen Video. Heute geht es wieder um ein neues Video, meine iPhone 5 Gerüchte Serie. In dieser Serie berichte ich auf YouTube in Kooperation mit ApplePage, unserem Blog, über die neuesten Gerüchte zum iPhone 5 und decke diese auf. Heute haben wir das neue Display im Gepäck, also wir wollen jetzt erstmal vom Äußeren zum Inneren gehen. Also wenn wir das iPhone, ja natürlich das neue iPhone, als erstes mal sehen, sehen wir schon, was fällt uns neu auf. Ein neues Design, das steht jetzt eigentlich schon fest, dass ein neues Design kommt, weil wir wissen ja, das iPhone 3, also das iPhone der dritten Generation, hatte ein gleiches Design, das 3GS dann halt auch. Das iPhone 4 wieder ein neues Design, 4S gleiches Design und jetzt für iPhone 5 muss natürlich wieder ein anderes Design kommen und natürlich wird es länger. Es kommt statt dem 3,5 Zoll Display ein 4 Zoll Display rein. Also dass es ein richtig schönes großes Display hat, das muss man halt einfach haben, weil eigentlich viele der neuesten Smartphones, gerade das Samsung Galaxy S3, werden halt wegen diesem großen Display gekauft und das wünschen sich halt viele. Manche sind zwar noch dagegen, aber ich denke, das wäre dann im Interesse der meisten. Also damit würde es dann mindestens 10 mm länger. Also da 10 mm war immer der Wert, den man in den Gerüchten gesehen hat. Ich denke sogar, es wird sogar noch länger, weil der Breite wird sich, denke ich, nichts ändern. Also man kann nicht jetzt sagen, dass es total dünn oder also total schmal ist oder total breit. Also das wird halt immer noch so im Apple-Design bleiben. Klar, braucht ihr keine Sorgen haben. Also das wird sich von der Breite wahrscheinlich kaum bis gar nicht ändern. Das Große, was es erneuern soll, wo es dann auch in iOS 6 mit angeschnitten ist, iOS 6 erwartet uns ja wahrscheinlich parallel zum iPhone 5 auf der Keynote, also der Release von iOS 6. Und zwar soll es 5 App-Reihen ermöglichen. Ja, das haben schon viele gewünscht, durch Jailbreak war es möglich. Und jetzt soll es halt auch auf dem iPhone 5 möglich sein. Also wir haben dann eine neue App-Reihe und können dort halt den Platz nutzen für unsere ganzen Apps. Wir wissen ja, die momentan nutzen viele, wirklich sehr, sehr viele Apps auf ihrem Gerät und dort schafft man dann mehr Ordnung dazu. Und Jailbreak-Fans wird das wahrscheinlich auch freuen, damit man dann halt Homescreen-Widgets dort hinsetzen kann. Das war ja immer ein großes Gerücht in iOS 6. Vielleicht könnte das bei der finalen Version auf dem iPhone 5 und halt auf dem neuen iPod Touch noch mit dazukommen. Da denke ich aber eher, stehen die Chancen schlecht. Außerdem kommt nochmal ein neues Display rein. Also wir haben also das Retina-Display, was im iPhone 4S verbaut ist, wird nochmal geupdatet. Also von 640x960 Pixel gehen wir jetzt auf 640x1136 Pixeln. Das ist natürlich sehr gut, weil bei einem größeren Display wird es halt die Filme und Videofreunde wie mich zum Beispiel freuen, weil da kann man halt in besserer Qualität, also auf dem großen Display, wird es auch viel schöner Filme gucken, man kann Spiele auch besser genießen, obwohl wir schon bei Filmen und Videos sind. Das Ganze soll dann im 16:9 Format sein, also wir wissen ja, da haben wir immer die schwarzen Ränder, da wenn wir das normal gucken und wenn wir dann ranzoomen und in den Vollmodus gehen, da ist immer ein Teil weggeschnitten, aber das 16:9 Format mit dem neuen Display soll dann halt ermöglichen, dass wir Videos und Filme ohne Skalierung im Vollbildmodus sehen können. Das sieht dann auf jeden Fall sehr schick aus. Ich denke, das wird auch sehr, sehr viele freuen. Und das war es eigentlich auch schon den Fakten zum neuen Display. Da erwartet uns wirklich viel Interessantes, was wirklich auch viele freuen wird. Und nun kommen wir auch mal zu den Gerüchten und wie sich das Ganze bestätigt. Also was die ganzen Anzeichen darauf sind. Echte Bestätigungen des 4 Zoll Displays beim iPhone 5 gibt es zwar nicht, allerdings gibt es halt viele Bilder, Mockups oder auch schon richtige Bilder von Leuten, die angeblich dies schon besitzen. Besonders iFactory hat dort besondere Bilder gepostet. Man sieht natürlich wieder das große 4 Zoll Display und die weiteren Neuerungen. Sieht alles auf jeden Fall sehr, sehr realistisch aus. Ich könnte mir vorstellen, dass es so oder ähnlich dann am Ende aussehen wird. Und außerdem konnte iLab Factory sogar noch die Komponenten des iPhone 5 und Einzelteile und sowas finden. Man weiß zwar natürlich wieder nicht, weil es gibt, da sind halt nur Gerüchte, ob das alles stimmen mag. Sonst gibt es halt viele Mockups, viele andere Bilder zum iPhone 5, viele Videos taumeln sich im Internet. Oder einfach sind es halt die ganzen Kommentare von Besitzern, also Apple-Fans in Foren zum Beispiel, die einfach sehr, sehr Interesse an diesem Display haben. Andere Smartphones, die
dieses Display, dieses 4 Zoll Display, also ein 4 Zoll Display schon besitzen und damit großen Erfolg haben. Sowas sind alles Anzeichen dafür, dass Apple nun wirklich mal das bringen sollte. Also ich meine, das wäre ein riesen Konkurrenzkampf mit Samsung, wenn sie das jetzt nehmen. Da würden sie Samsung wirklich sehr große Konkurrenz wieder machen. Und ich nehme an, sie werden Samsung auf jeden Fall wieder bei den Smartphones überholen, wenn sie denn ein 4 Zoll Display haben. Ich bin auch schon sehr, sehr überzeugt davon. Ich denke, zu 99% wird es kommen und zu 99% bekommt es dann auch die 5 App rein. Schreibt mir doch mal eure Meinung zu diesem 4 Zoll Display in die Kommentare. Denkt ihr, dass es kommen wird? Oder schreibt mir einfach mal, wie ihr das findet, ob ihr es schön findet oder doch lieber zu groß und ob ihr euch das iPhone 5 kaufen wollt. Ich würde mich dann noch über Abos freuen, damit ihr keine weiteren Videos hier verpasst. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer Jailbreak-Profi.